Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Bundesministerin, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Zu Beginn möchte ich Ihnen, Frau Ministerin, mitteilen, dass ich es persönlich begrüße, Ihre Entscheidung, die Sektionen für Strafrecht und Einzelstrafsachen, das heißt auch Weisungen, wieder zu trennen. Damit wird eine langjährige Forderung der SPÖ umgesetzt, die wir unter ÖVP-Ministerin Bandillo und Ortner immer kritisiert hatten. Und der nächste Schritt im Reformprozess wäre ein weisungsunabhängiger Bundesstaatsanwalt oder Bundesstaatsanwältin, damit die Justiz unbeeinflusst und entkoppelt von der Politik arbeiten kann. Einen entsprechenden Antrag haben wir bereits eingebracht und freuen uns schon auf die Debatte. Eine starke, unabhängige Justiz von höchster Qualität, diese zu bewahren und nachhaltig abzusichern, sollte unser aller Ziel sein. Klingt einfach und scheint selbstverständlich, ist es aber nicht. Der Sparkurs im Bereich der Justiz hat längst und ganz unabhängig von Corona bereits ein besorgniserregendes Ausmaß angenommen. Nur zwei Beispiele. Durch zu wenig personelle und finanzielle Ressourcen mussten manche Gerichte sogar ihre Tätigkeiten einschränken und konnten nur mehr im Notbetrieb den wichtigsten Aufgabenbereich nachkommen. Dazu kommt ein Bundeskanzler, der die Unabhängigkeit und die Arbeit der Justiz in Hintergrundgesprächen mit Journalistinnen und Journalisten und dann auch öffentlich in Frage stellt. Und das schadet der Justiz im Ansehen insgesamt. Und es ist immer das gleiche Schema. Finanzielles Aushungern von funktionierenden Strukturen verbunden mit einem Steuern von substanzlosen Behauptungen. Und was dann? Dann werden strukturelle Änderungen angedacht, zum Beispiel die Schließung von Gerichtsstandorten, und man lässt sich als Retter in der Not feiern. Ich betone, dass ich es auch begrüße und schätze, dass Sie in dieser schwierigen Phase für die Justiz 70 Millionen Euro mehr für 2020 herausverhandeln konnten. Dazu darf man Ihnen auch gratulieren. Aber ich bin überzeugt davon, dass der Antrag, den wir in der vorhergehenden Periode 2019 gemeinsam mit anderen Oppositionsparteien, nämlich dass die Justiz ein jährliches Budget von 250 Millionen benötigt, dass es wirklich mindestens diese Zahl braucht und notwendig ist, einerseits eben es sicherzustellen und andererseits auch zu gewährleisten, dass Reformen umgesetzt werden können. Ich möchte nicht hinterhalten zu sagen, dass uns natürlich das irritiert, dass im Bundesfinanzrahmengesetz bis zum Jahr 2023 die Beträge bereits festgeschrieben sind, wo eigentlich jährlich 5 Millionen Euro im Justizbudget dazukommen werden, reicht bei weitem nicht einmal dazu aus, dass die Inflation abgegolten wird. Also es liegt einiges vor uns, und ich erwähne hier ganz kurz nur, dass es natürlich im Bereich des Maßnahmenvollzugs, dass hier eine immense Kostensteigerung zu erwarten ist. Wir wissen, dass sich die Zahl der Insassen in den vergangenen 20 Jahren verdreifacht hat und dass es zu einer Überbelegung auch in Einrichtungen gekommen ist. Also es steht einiges vor uns. Ich freue mich insgesamt, dass es einen positiven Kurs genommen hat, und bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam hier einige wichtige Reformen umsetzen werden können. Ich danke. Zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Prammer.